Jetzt aber schnell, ich brauch. Oh mein Gott. Ich hab grad. Oh Mann. Ist das nicht in Reichweite gewesen, Alter? Oh. Guck mal, wie knapp das nicht in Reichweite ist. Scheiße, ey. So wenig Mitarbeiter, willst du mich verarschen oder was? Zu wenig Mitarbeiter? Alter! Fuck off. Jesus Christ. Es verbrennt! Oh nein! Schnell! Löscht es! Oh Mann, ihr seht auch nicht, wie weit es ist, damit es runter ist. Ist es jetzt in Reichweite? Das Ding? Ja. Warum kommt keiner? Warum löscht das keiner? Oh mein Gott. Ich verliere gleich mein Dings hier. Ist er. Löscht das jemand? Nee, ne? Mann, die hier. Hier sitzt jemand drin. Sechs Arbeiter drin, aber keiner löscht hier. Ha? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, pff. Ha. Ja. In Reichweite ist es definitiv. Jetzt, das muss jetzt in Reichweite sein, weil hier ist der Riesenkreis. Also daran kann es nicht liegen. Aber keiner löscht es. Sechs Mitarbeiter sind drinne. Keiner löscht es. Ich kann es auch nicht sagen, hier, lösch mal jetzt oder sowas. Hm. Das ist, komisch. Habe ich 140 Leute jetzt. Alle haben kein Essen. Es brennt und keiner macht was. Huh. Ja, keine Ahnung.
Weiß nicht, woran das liegt, wenn ich ehrlich bin. Ein Riesenkreis. Ich meine, es brennt schon lange, aber es wird gleich weg sein. Ich sehe auch nicht, wie weit das runtergebrannt ist. Das ist komisch. Oh, vorsetzen. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Oh, warte. Vielleicht einen Brunnen hinsetzen? Kann das sie daraus schaffen? Oh, lass mal das probieren. Was ist der scheiß Brunnen? Mal sehen, ob das mit dem Boden hilft. Ob die einen Boden brauchen, damit die da ausrücken können? Auch nicht. Vielleicht muss herunterfahren? Ich habe keine Ahnung, warum da keiner das löscht. Ich habe jetzt mal alles angehalten, herunterfahren, aber nichts dergleichen. Komisch. Komische Sache. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade das Problem, dass ich Minus bin. Ich verstehe die Wirtschaft nicht. Ja, ich hatte das beim ersten zweimal auch, dass ich übelst ins Minus gekommen bin, weil ich nicht wusste, wie ich was bauen sollte. Und dann habe ich es bei dem ein bisschen anders gemacht. Ich kann nur raten, wenn du anfängst. Ich glaube, ich habe angefangen mit 1, 2, 3 Reihen an Leuten. Und habe dann erstmal oben Getreide gebaut und den Fischereischeiß. Und neben dem Fischereischeiß auch gleich die Lager, damit die Leute nicht so lange brauchen zum Hinlaufen. Und
halt erstmal die wichtigsten Sachen habe ich gebaut hier. Die Lehmgruben und sowas und Lager und für die Ziegelbau. Und dann mehr erstmal noch nicht. Das war das Wichtigste, was ich erstmal gebaut habe. Und den Markt vielleicht. Denn die Reisemöglichkeiten so kurz wie möglich halten. Und wichtig, dass du halt mit den Leuten gleich ins Geschäft kommst. Dass du gleich mit diesem Abyss hier ins Geschäft kommst und gleich die Handelsroute aufmachst. Und dann, ja. So soll das eigentlich laufen. Das habe ich dann erstmal auch nicht gemacht, dass ich zu viel gebaut habe, zu viel Leute gebaut habe. Ah, ja, nee, es brennt immer noch. Es brennt zwar noch. Was steht da? 0,8? Ne, 0,8, okay. Ich krieg den aber nicht gelöscht, Alter. Löscht auch keiner, ne? Löscht doch keiner hier. Ja, wenn du. Ich hab die Steuern zum Beispiel reduziert. Also, naja, ich hab hier. Wo hab ich das gemacht? Wie du gerade gesehen hast. Und das gerade hier. Bei Finanzen habe ich einfach die Löhne von Mitarbeitern ganz runtergesetzt auf 2. Ich weiß nicht, ob du es noch auf 3 hast und habe erstmal den Steuersatz auf 60% geballert. Muss man probieren. Keine Ahnung, ob das hilfreich ist. Ich probiere da gerade ein bisschen durch. Hab's nachgemacht? Ja, ich probiere mich da auch gerade ein bisschen mehr durch. Und halt, dass du genug Ton hast und genug Ziegel hast, damit du mit den einen da verkaufen kannst, dann dauernd. Das ist wichtig. Und ich würde auch empfehlen, eine Keramik-Dings zu bauen, damit du auch Keramik machst. Weil das kannst du nachher auch traden. Dann kriegst du hier Leute von anderen Dörfern, die sagen, ich brauche Stroh und ich brauche Keramik. Das kannst du dann verkaufen, alles. Ich habe schon wieder eine Anfrage bekommen. An Ton. Ja, Ton können wir geben. Dann kriegt man aber auch ganz gutes Geld. Oder eher gesagt, Brot. Es brennt auch für ewig. Das brennt auch für ewig, ne? Ups. Ja. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man das löscht. Ja, die Feuerwache bringt also erstmal gar nichts. Weil, ich meine, das brennt für ewig gerade. Ey, wir sind auf 10.000, nice. Das ist gut. Den Steuersatz nach oben zu ballern hat wohl gereicht. Ich werde mal was probieren. Ich werde meinen Steuersatz mal auf 80% setzen. Das heißt, meine Mitarbeiter kriegen fast gar kein Geld. Also nicht so viel zumindest. Aber mal sehen. Das Problem ist, dass das Essen ist wenig. Also Fische. Aber Fische hatte 3.200. Habe ich. Und trotzdem steht hier immer kein Essen. Wir sind schon zu wenig Mitarbeiter, das kann doch gar nicht sein. Verfügbare Arbeiter 101. Ihr habt 406 Einwohner und 101 verfügbare Mitarbeiter. Warum sind dann zu wenig Mitarbeiter? Das habe ich auch noch nicht ganz. Meine ganzen Lager sind voll. Oh, Keramik. Keramik nur verkaufen. Keramik. Ups. Nur verkaufen.